Hallo zusammen, wir reden heute über WLAN Wi-Fi 6 und die Verbindung zwischen der MetaQuest und eurem PC bzw. das Streaming-Erlebnis. Um da nicht so kompliziert reinzusteigen, möchte ich euch erstmal kurz den Unterschied erklären zwischen Wi-Fi und WLAN. Ich kürze kurz den Beitrag ab. Was ist der Unterschied zwischen Wi-Fi und WLAN? WLAN steht für Wireless Local Area Network und steht so gesehen für kabelloses lokales Netzwerk. So gesehen könnt ihr unterschiedliche Gerätschaften mit dem Internet versorgen und das drahtlos. Wi-Fi bedeutet Wireless Fidelity. Und jetzt kurz, Wi-Fi ist nicht die einzige WLAN-Technologie, die auf dem Markt genutzt wird, aber diejenigen, die am häufigsten begegnen. Der Begriff Wi-Fi wurde von einer Organisation namens Wi-Fi Alliance entwickelt, die Tests überwacht und den nahtlosen Austausch zwischen Produkten zertifiziert. Und so gesehen gibt es hier diesen Standard nach dem IEEE 802.11 Standard. Ja. Vermutlich wird das jetzt keinen interessieren, aber bleiben wir einfach auf den Punkt. Es verbindet drahtlos unterschiedliche Gerätschaften nach einem bestimmten Standard. Natürlich zeige ich euch erstmal kurz, was ist passiert in den letzten Jahren mit dieser Wi-Fi-Technologie. Wir beginnen bei Wi-Fi 1 1997, da konnte man 2 Megabits pro Sekunde hin und her schieben. 1999 Wi-Fi 2 11 Mbits. 2003 Wi-Fi 3, da konnte man schon Videos anschauen bis zu 54 Megabit pro Sekunde. 2008 Wi-Fi 4 600 Mbits. 2014 Wi-Fi 5 6,9 Gigabyte pro Sekunde. Und Wi-Fi 6 ab 2019 bis zu 9,6 Gigabyte pro Sekunde. Hier noch ein Bild zu den Frequenzen. Wir reden ja schließlich über 2,4 GHz, 5 GHz und jetzt mittlerweile auch 6 GHz. Ich zeige euch einfach das schlechteste Beispiel mit 2,4 GHz der älteren Wi-Fi-Generation und natürlich mit dem 6 GHz auf den höchsten Performance, was möglich ist. Zum Verständnis, ich habe eine Fritzbox 7590, die habe ich jetzt explizit auf 2,4 GHz gestellt, so gesehen Wi-Fi 4. Ich habe natürlich die Möglichkeit auf 5 GHz zu gehen und Wi-Fi 5 zu nutzen. Ich möchte jetzt aber das vom Schlechtesten ausgehen und dann natürlich auf das Bessere umschalten. Mein PC ist von der Fritzbox 7590 direkt verbunden mit dem Router und von diesem Router nutze ich jetzt mit der Quest die 2,4 GHz Wi-Fi 4. So, wir befinden uns jetzt in meinem WLAN, der sogenannten Blackbox. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehe ich, die Signalstärke ist gut. Frequenzbereich 2,4 GHz. Hier sehen wir auch den Typen Wi-Fi 4. Und hier seht ihr schon die Upload- und Download-Geschwindigkeit, die mir aufzeigt. Wir reden hier über 192 Mbits pro Sekunde und eine Download-Geschwindigkeit 173. Das müsst ihr euch erstmal merken. Ist wichtig dann für, wenn ich umschalte, dann seht ihr natürlich, welche Geschwindigkeiten allgemein möglich sind. Den größten Unterschied habe ich bei der VR-Welt Google VR gemerkt. Dazu muss ich mich kurz mit meinem PC verbinden. Und hier seht ihr auch schon einen Unterschied. 2,4 GHz, das passiert wirklich, wenn die Geschwindigkeit einfach, ja, wenn das System versucht, so viele Daten wie hin und her zu schicken, um einfach die Grafik herzustellen. Jetzt noch schlimmer sieht es aus. Moment, wenn es irgendwann sich stabilisiert. Seht ihr, da passiert gar nichts. Eigentlich ist es fast unerträglich. Jetzt versuche ich trotzdem das Spiel zu starten. Bibliothek hier. Jetzt hoffen wir mal, dass es einigermaßen funktioniert. Seht ihr das links und rechts? Das kann nicht mal geladen werden. Jetzt probieren wir trotzdem. Gehen wir auf meinen Manhattan. Und es geht gar nichts. Also selbst wenn ich mich bewegen würde, am Anfang bin ich wirklich davon ausgegangen, das liegt am PC. Ja, und das passiert nicht nur in diesem Spiel. Alle Spiele, die sehr hohe Datenraten hin und her schicken, haben Probleme. Deswegen, ja, 2,4 GHz Wi-Fi 4 ist unerträglich. Jetzt habe ich auch verstanden in meinen letzten Videos, woher das Ruckeln noch gekommen ist. Das war einfach, ja, verbindungstechnisch eine Katastrophe. Bis ich auf Wi-Fi 6 gegangen bin, es war eine deutliche Erleichterung. Immer noch nicht perfekt, aber deutlich besser.
Jetzt gehen wir auch von diesem 2,4 GHz Netzwerk Wi-Fi 4 auch wieder raus, damit ich keinen Kollaps bekomme. Jetzt gehe ich wieder in meine Fritzbox rein und der Funkkanal zusätzlich 5 GHz zur Verfügung stellen, übernehmen. Ja? Hallo? Ja, ich mache schnell ein Video fertig, dann komme ich hoch, okay? Wieso? Achso, ich komme gleich, Süße. So, jetzt. Jetzt gehe ich wieder auf meine Blackbox. Die Signalstärke immer noch sehr gut. Wir sind jetzt auf einer Frequenz von 5 GHz. Jetzt mittlerweile auch Wi-Fi 5. Hier unten Upload-Geschwindigkeit, ja, fast 800. Download-Geschwindigkeit auch fast 800. Also eine deutliche Verbesserung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder in meinen PC rein. Links, rechts, es funktioniert alles. So, auf jeden Fall hat es jetzt ein bisschen länger gebraucht aufzumachen und ein, zwei kleine Ruckler links, rechts gab es immer noch. Auf jeden Fall stabilisiert sich das mit der Zeit. Eine deutliche Verbesserung gegenüber 2,4 GHz und Wi-Fi 4. Jetzt gehen wir wieder in unser Google Earth rein. Und hier könnt ihr nochmal schauen. Links, rechts, hoch, runter. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt wieder was, ganz kurz. Also immer, wenn es kurz ein bisschen mehr Daten hin und her bewegt, kommt wieder so ein kleines verzerrtes Bild. Ich habe mir jetzt soeben nochmal die Aufnahme angeschaut. Es ruckelt immer noch leicht, aber nicht mehr so schlimm. Und das Gute ist, ich bewege mich und es verzerrt erstmal nichts. Also 5 GHz und Wi-Fi 5 ist schon mal das Richtige. Und nicht jeder hat jetzt Wi-Fi 6 und würde jetzt extra dafür aufrüsten. Auf jeden Fall ist 2,4 GHz gar nicht möglich, überhaupt irgendwas zu tun. Ganz kurz zum Verständnis, natürlich habe ich es jetzt mit Absicht festgelegt auf 200 Mbits pro Sekunde, also bis zu 200 Mbits, quasi die höchste Bildrate, die möglich ist. Und deswegen kommt er nicht hinterher und verzerrt das Bild und sagt, hey, mir fehlt die Leitung. Ja, wenn ihr natürlich auf dynamisch geht, dann versucht man die Performance bzw. die Qualität auszubalancieren. Man merkt aber bei einem Streaming-Erlebnis, dass es trotzdem nicht so flüssig aussieht. Das versucht sich zu stabilisieren und versucht sich neu einzufangen, aber immer wieder kommen diese kleinen Aussetzer. Okay, und jetzt kommen wir auch zu diesem Schmuckstück. Und zwar von der Firma Nova 6e. Zum Anschluss ganz einfach. Strom an, da gibt es ein Handbuch. Ihr müsst euch natürlich in diese Box erstmal anmelden und dieses WLAN erstmal freischalten. Ihr trägt auch ein neues Passwort ein, die Bezeichnung. Ich habe es einfach Wi-Fi 6 genannt und ja, das seht ihr gleich in der Einstellung. Wichtig ist, ihr geht von eurem aktuellen Router, den ihr zu Hause habt. Ich habe den 7590. Geht ihr mit dem ersten LAN-Port direkt da rein. Von hier geht ihr dann rüber in eurem PC, also da nehmt ihr einfach die zweite Buchse direkt in den PC. Und wichtig ist, dass die Brille in dem gleichen Netzwerk ist und der PC quasi direkt damit verbunden ist. Gut, und schon sind wir in unseren Wi-Fi 6 drin. Und das funktioniert schon komplett flüssig. Jetzt gehe ich hier mal drauf. Hier seht ihr schon Nova 22 6G. Ich habe ihn benannt Nova, das 6G habe ich mit eingefügt noch, damit ich sehe, okay, das ist tatsächlich das Wi-Fi 6 mit 6 GHz, Typ Wi-Fi 6. Und hier seht ihr schon den kleinen Unterschied, Upload-Geschwindigkeit über 2000, Download-Geschwindigkeit über 2000. Ja, das sind Geschwindigkeiten jetzt, die erreicht werden, die ich mir nur erträumt habe mit den anderen. Und da wieder der Test mit dem Spiel. Gehen wir auf Quest Link. Vorhin habe ich ein kurzes Zucken gesehen, aber trotzdem ist es deutlich besser. Also durch die Brille merke ich gar nichts mehr. Ich habe jetzt nur bei OBS kurz gesehen, war ein kurzes Zucken, war irgendwie das Zusammenspiel zwischen PC und Brille nicht so gut. Auf jeden Fall sehe ich durch meine Brille alles flüssig, da passiert gar nichts. Ich kann mich frei bewegen, kann frei fliegen. Der Unterschied zwischen Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6 ist auf jeden Fall jetzt, dass alles deutlich schneller aufgebaut wurde. Ich bleibe dabei. Auf jeden Fall werden aktuell hier höhere Datenbewegungen hin und her bewegt und es Gebäude, die entwickeln sich deutlich schneller. Zwar wackelt das Bild immer noch in OBS, so wie ich gesehen habe, aber ja, im nächsten Video werde ich das mit der Bildstabilisierung im Videoschnitt besser machen. Also egal, wo ich jetzt neu dazukomme, das Bild ist sofort geladen.
verlassen wir das Spiel. Und es geht ja nicht nur um Google VR, es geht ja auch um andere Spiele, wo eine hohe Grafikanforderung benötigen und Daten hin und her bewegen. Da habe ich schon gesehen, ist auf jeden Fall die Auflösung sogar besser und es läuft, wie gesagt, flüssiger. Ich möchte nochmal betonen, ich bin kein Experte und auch kein ITler. Könnte sein, dass ich nicht alles so wiedergegeben habe, wie es technisch notwendig wäre. Alle, die aktuell sich das Video anschauen und mich korrigieren wollen, bitte in die Kommentare einfach reinschreiben. Für mich ist es klar, ich habe jetzt eine neue Technologie von Wi-Fi freigeschaltet und es kann deutlich höhere Datensätze hin und her bewegen. Somit Wi-Fi 6 oder 6e. Eine klare Empfehlung von meiner Seite aus. Für alle zukünftigen PC-VR-Spiele, die ich mit dem MetaQuest verbunden bin, werde ich in einer deutlich besseren Qualität und Stabilität aufnehmen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.